Kapitel 31. Wie wird die Zukunft werden? Nach ihrem frühen Gespräch mit Amagaga fand sich Team Polana-Watra schnell auf einem der Trainingsfelder ein. Wer genau ihre nächsten Gegner in der Liga wären, wussten sie nicht. Jedoch hatte ihr Freund an der Spitze recht deutlich klar gemacht, dass das nächste Team vermutlich ein stärkerer Gegner wäre als noch das Pflanzentrio zuvor. Doch beim Training war Aurora nicht so sehr bei der Sache, wie sie es unter diesen Umständen wohl hätte sein sollen. Ihre Gedanken hingen noch viel zu fest am Gespräch mit Amagaga, was auch ihre Teamkollegen schnell feststellten. Was ist los, Aurora? Ach nichts, ich hab nur über die Dinge, die Amagaga gesagt hat, nachgedacht. Es schien, als würden ihre Teampartner die große Sorge bezüglich all der Dinge nicht teilen. Aber irgendwo verstand Aurora dies auch. Der Punkt ist, Amagaga sucht ein Pokémon, das diese Liga mit ihm leiten soll und... Vielleicht hört sich das jetzt irgendwie arrogant an. Ich glaube aber, dass er mich dafür auswählen möchte, oder denkt ihr nicht? Es kam für das Vulnona doch sehr überraschend, wie locker ihre Teamkollegen diese Vermutung sahen. Ich meine, ich kann durchaus deinen Gedankengang nachvollziehen. Und es würde mich doch ehrlich gesagt wundern, so wie ich ihn kennengelernt habe, wenn Amagaga dich nicht zumindest in Betracht gezogen hätte. Aber ehrlich gesagt sehe ich das Problem nicht. Wäre es keine tolle Gelegenheit für dich? Ich meine, natürlich, aber nein. Aurora merkte selber, wie unverständlich sie gerade war. Versteht ihr, es ist einfach schwer. Wenn Amagaga mich wirklich fragt, ich hätte keine Ahnung, was ich antworten soll. Weil einerseits könnte ich so viel bewegen, außerdem würde ich es nicht mögen, Amagaga zu enttäuschen. Aber andererseits, was... Wenn ich einfach nicht mehr die Zeit finden würde für alles. Wie sollte denn das Team die Suche nach der Plot Armor und die Jagd nach Epsilon mit all dem vereinbar sein? Dieses Mal waren auch Kell und Mashadow verständnisvoller. Sie schienen nun erst Auroras Problem wahrlich zu verstehen. Naja, du musst selber abwägen. Also ich glaube persönlich schon, dass du zeitlich zurechtkommen würdest. Es wäre zwar anstrengend, aber... Ehrlich gesagt, wenn du das nicht packst, wer sonst? Ehrlich gesagt wüsste ich sowieso nicht, welche Pokémon Amagaga sonst im Auge haben könnte. Das wäre irgendwo ja wohl auch wichtig für die Entscheidung. Warum das? Was verändert das denn? Ist doch klar. Wenn jetzt zum Beispiel der einzig andere Seraora wäre, dann wäre es wichtiger, dass du die Rolle bekommst, damit er es einfach nicht tut. Bei anderen, sagen wir Latias zum Beispiel... Könntest du viel freier entscheiden, da wir alle wüssten, dass sie den Job ebenfalls gut machen könnte. Schnell driftete die Debatte ein wenig ab. Genau zur Diskussion, welche Pokémon Amagaga eigentlich alles im Auge haben könnte. Kennen wir nicht zu wenige Pokémon in der Liga, um das wirklich beurteilen zu können? Es stimmt, dass uns viele Pokémon fremd sind, aber... Ich kenne Amagaga. Ich weiß, mit welchen Pokémon er sich im Normalfall abgibt. Und er wird wohl schwerlich ein Pokémon als Leitung der Liga wollen, mit dem er selbst überhaupt nichts zu tun hat. Diese grundlegende Unwissenheit über die Liga schränkte die Gespräche allgemein stark ein, da es schlicht keine große Bandbreite an Möglichkeiten gäbe. Persönlich denke und hoffe ich, dass er Elementarer befragt. Wer sollte das schaffen, wenn nicht sie? Dieser Vorschlag kam beim gesamten Team gut an. Aus verständlichen Gründen. Gehen wir noch mal kurz von Kells Beispiel aus. Was, wenn er theoretisch tatsächlich über Seraora nachdenkt? Aurora beendete dieses Thema schneller, als Mashadow es begonnen hatte. Vergiss es, Amagaga kann den Kerl nicht leiden. Weiter und weiter verliefen die Debatten. Mit jedem Moment, der verging, näherte sich der nächste Ligakampf. Und doch schien dieser beinahe vergessen. Und bald schien ein rötliches Licht durch die Fenster des Turmes und kündigte das Ende eines weiteren Tages an. Ohne wahrlich trainiert zu haben, zog sich Team Polana-Watra nun zurück. Mental bereits am nächsten Tag angelangt. Der übernächste Tag war schon lange angebrochen. Die Sonne begann, sich langsam wieder hinter den Horizont zu versetzen. Seit der Ankündigung Amagagas war die Atmosphäre im Turm der Liga sehr eigenartig. Als sie von den Neuigkeiten hörten, kamen einige Königsliga-Teams
um sich selbst zu überzeugen. Auch Team Slash ließ sich nun erneut blicken. Viele Pokémon reagierten ähnlich, wie Amagaga es zunächst auch getan hatte. Sie alle konnten und wollten auch nicht an Monagoras Schuld glauben. Und selbst für Aurora war es immer noch schwer genug. Für Jahrzehnte hatte diese gesamte Organisation auf Vertrauen zu zwei Pokémon gefußt. Und nun stellte sich eines von ihnen als Verräter heraus. Doch dies war nicht der einzige Grund für eine eher schlechte Laune im Team Polana-Vatra. Obwohl sie am vorigen Tag tatsächlich noch trainiert hatten, schien ihr zweites Duell nahezu ungewinnbar. Zwar schaffte Kellis im ersten Duell einen überraschenden Sieg gegen Staraptor zu erzielen, doch Machado scheiterte im Anschluss gegen Kadabra und das Duo der Teamleiter wurde in Runde 3 gnadenlos von Staraptor und Stolos geschlagen. 8 Duelle würde Team Polana-Vatra diese Saison nur haben und mindestens 6 müssten sie gewinnen, um ins Turnier zu gelangen. Und nun hatten sie bereits am zweiten Spieltag eine Niederlage einfahren müssen. Positive Nachrichten erreichte das Team jedoch auch bald, als die Elementare im Gemeinschaftsbereich trafen. Nicht nur war sie insgesamt wieder bei deutlich besserer Laune als nach der Offenbarung von Darkrai's Verrat, auch verriet sie dem Team, dass sie tatsächlich eine Kandidatin für den Leiterposten wäre. Amagaga habe bereits am vorigen Tag eine Art Interview mit ihr geführt, um herauszufinden, ob theoretisch die Zusammenarbeit passen könnte. Allerdings, wie das Team schnell erfuhr, gab es noch Konkurrenz für Elementare und zwar von der sehr überraschenden Sorte. Zwar hatte Team Polana-Vatra Seraora sehr schnell für die Position ausgeschlossen, aufgrund des Wissens, welches Aurora hatte. Jedoch hatten sie an seine stumme Teamkollegin nie gedacht. Jedoch war Amagaga erst vor Minuten selber im Gemeinschaftsraum gewesen und hatte Zoroark persönlich für ein Gespräch herangeholt, was selbst ihren Teampartner zu überraschen schien. Weder Kell noch Machado wirkten allerdings zu unglücklich über Zoroark als Kandidatin. Zwar war es sehr schwer einzuschätzen, wie engagiert sie wirklich wäre, da sie immer sehr schüchtern war. Doch es waren sich anscheinend alle einig, dass sie den Posten gut übernehmen könnte. Aurora war zwar auch nicht grundlegend abgeneigt von der Idee des zweiten Mitglieds des Team Slash an der Spitze. Doch irgendwie wusste sie immer noch nicht, was sie genau wahrlich von Zoroark halten sollte, gerade seit dem Gespräch, das sie noch vor der Schlacht gegen Endylaos mit ihr geführt hatte. Zoroark war ein unbeschriebenes Blatt, unvorhersehbar und doch irgendwie logisch. Aber gerade für eine derart einflussreiche Position vielleicht zu naiv. Erst am darauffolgenden Tag kam die Nachricht, auf welche Aurora schon gewartet hatte. Nach den letzten Tagen hatte sie langsam begonnen daran zu zweifeln, dass Amagaga sie tatsächlich als mögliche zukünftige Ligaleitung ansah. Jedoch rief er sie nun zu sich, bereits am frühen Morgen, ihre Teamkollegen noch an ihrer Seite. Also dann, Aurora. Vermutlich hast du es dir schon gedacht, aber nach all den Jahren, die wir uns schon kennen, denke ich natürlich auch darüber nach, ob du nicht die geeignete Partnerin für die Ligaspitze sein könntest, die ich suche. Du hast bestimmt mitbekommen, dass ich bereits Elementara und Zoroark aufgesucht habe und mit ihnen geredet habe. Und beide haben sich natürlich in den Gesprächen als sehr fähig gezeigt. Also, wenn du das möchtest natürlich nur, dann komm heute Abend bei Sonnenuntergang zur Klippe am Strand, okay? Dann können wir etwas reden. Trotz ihrer anfänglichen Zweifel war Aurora inzwischen fest entschlossen, wie sie diese Lage handhaben sollte. Ich werde da sein, verlass dich drauf! Wieder begab sich das gesamte Team zum Training, entschlossen ihr nächstes Duell wieder zu gewinnen. Natürlich gab es jedoch auch wieder einiges an Gesprächsbedarf. Auch wenn es dieses Mal etwas besser klappte, diese Debatte mit dem Kämpfen zu verbinden. Was erwartest du eigentlich so, wird Amagaga bei diesem Gespräch machen? Ich meine, wir könnten auch einfach Elementara oder Zoroark fragen, aber da hätten wir ja gar keinen Spaß bei. Während sie einem Felsenhagel entging, antwortete Aurora auf diese Frage. Naja, was soll er denn groß machen? Was erwartest du? Vermutlich einige Fragen stellen, einerseits über die Liga, andererseits eher persönlichere. Der Sinn von dem Ganzen ist ja, dass Amagaga weiß, ob die Pokémon, die er befragt, eine Ahnung von dem haben, was sie tun müssen und ob er mit ihnen zusammenarbeiten kann. Kurz stockte sie. Seien wir ehrlich,
Bei Elementara und Zoroark hat das ja irgendwo durchaus Sinn ergeben, aber letzten Endes wird es für mich eine Formsache bleiben, da bin ich mir doch sehr sicher. So wie ich Amagaga kenne, werden wir vermutlich die meiste Zeit nicht einmal über die Liga oder die Rolle reden, sondern einfach über irgendetwas. Nun, wo dieses Thema bereits angeschnitten war, wirkte Machete auch interessiert an den Hintergründen dieser Freundschaft. Sag mal, Aurora, wie genau sind du und Amagaga eigentlich Freunde geworden? Ich meine, in der Liga bist du nicht lange genug für so eine Bindung. Kurz dachte Aurora zurück, wirkte in Gedanken versunken. Also, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Zumindest keine Ahnung, weshalb Amagaga mich nicht hasst. Im Prinzip kennen wir uns seit meinem ersten Versuch, der Liga beizutreten. Das ist 2 Jahre her oder so, könnte auch länger sein. Seitdem habe ich Team Fossil regelmäßig genervt und das ist einer der Gründe, weshalb Monagoras mich nie leiden konnte. Amagaga hingegen schien eher fasziniert. Fragt mich nicht wie, doch eines Tages traf ich ihn einfach in der Stadt und wir begannen über unsere Ideale bezüglich des Plots zu reden und je mehr wir redeten, desto interessierter wirkte er. Als wäre irgendwas an meinen Worten besonders. Und ja, auf Dauer hatten wir dann hin und wieder so etwas. Haben uns hier manchmal gesehen und seitdem es dieses Team gibt, sehe ich ihn ja ohnehin jeden Tag. Kaum hatte sie ausgesprochen, traf sie Kell mit einem direkten Bodycheck und er rutschte auf dem Eisboden aus den Ring. Und jetzt werde ich dadurch vielleicht eine Leiterin der Liga. Es ist irgendwie unreal, wenn ich bedenke, dass ich vor Monaten noch nicht einmal in der Lage war, hier beizutreten. Seitdem ist einfach so viel geschehen, das wisst ihr beiden so gut wie ich. Auch Kell wusste, es war mehr geschehen als in einem ganzen Leben normal. Und doch stand noch so vieles bevor. Die Zukunft seiner Teampartner hatte gerade erst angefangen. Doch seine eigene... Immer noch sah Kell seine eigene Zukunft kritisch. Wie sollte er weitermachen, solange in ihm diese Stimme schlummerte und er wusste, was er niemandem verraten durfte? Wie konnte er seinem Team nur mitteilen, was wahrlich hinter dem Plot steckte? Wie sollte er über eine höchste Macht berichten, wenn diese selber es nicht wollte? Und gleichzeitig wusste Kell nicht, ob er seine dritte Chance wirklich nutzte, auch ob er sie überhaupt verdient hatte. Derzeit, das gestand er sich selber auch ein, konnte es jedoch niemandem sagen. Kämpfte eigentlich nur gegen Epsilon. Nicht für sein Leben. Seine eigene Zukunft wirkte so unwichtig. So unreal. Letztlich war er mental nicht einmal dafür bereit, überhaupt zu leben. Ein Krieg wie dieser, je mehr er darüber nachdachte, desto mehr spürte Kell seine eigene Hoffnungslosigkeit. Er fühlte sich wie ein Soldat im Krieg, bereit darauf eingestellt, den Krieg nicht zu überleben. Und ehrlich gesagt, es war ihm recht. Alles, was das Arcanum noch wollte, war seine Fehler wieder gut zu machen. Langsam schwand Kells Vision in seinen eigenen Gedanken. Die Stimme seiner Teampartnerin ließ Kell wieder aus den Gedanken aufschrecken. Also ich muss mich dann langsam aufmachen, Kell. Sie drückte ihm den Schlüssel zu ihrem Haus in die Pfote. Geh einfach zurück. Je nachdem, wie lange es dauert, erzähle ich euch später oder morgen, wie es gelaufen ist. Also wir sehen uns. Ohne überhaupt ein weiteres Wort zuzulassen, verschwand sie sofort. Und Kell stand nun alleine mit Machado da. Also, ich werde wohl dann auch wieder gehen. Und ich komme mit. Falls Aurora heute noch von dem Gespräch erzählt, will ich nicht fehlen.